Zwischen Glück und Pech, so kann man das Projekt echt nennen irgendwann. Was macht der Chanera da? Eine berechtigte Frage, oder? Was macht der Chanera da? Aber... Ach, schade. Ach, schade. Ach, schade, echt. Echt schade. Der Attackenpool gefällt mir nicht so ganz. Aber Chanera, ah, das könnte auch eine ganz wiese Taktik von mir sein. Ja, bietet sich auch an, aber bei dem Rest halt einfach nicht. Ich sehe schon, einige würden sagen, das, das und das und fertig. Ich gehe da ein bisschen weiter in die Theorie. Okay, der doch pflanzt, da vor allem zwei Pflanzen-Pokémon dabei. Galoppa, Magma ist ein Markenzeichen, das war klar. Glurak, okay, Flugtyp. Gegen die drei habe ich eigentlich schon was. Aber ob das gegen das Chanera reicht, ist die andere Frage. Das ist die andere Frage. Aquan hat einen höheren Speziewert, sehe ich gerade. Okay, das ergibt Möglichkeiten. Das ergibt Möglichkeiten. Aber mehr sage ich nicht. Wir kommen zu einem brandheißen Duell. Der feurige Arena-Leiter der Sinnoh-Insel sprecht bereits darauf, den Herausforderer mit seinen Feuer-Pokémon einzuhalten. Oh, nee, Feuer. Gerade Feuer-Pokémon, ne? Oh, Mann, ey. Das ist gerade richtig scheiße. Ich kann den Kampf in der ersten Runde eigentlich schon verlieren. Das ist das Schlimme gerade da dran. Naja, wisst ihr was? Wir machen den Angriff. Das hilft mir jetzt nicht allzu sehr. Komprimator, scheiße auch noch. Aber ich habe eigentlich mit dem Angriff was anderes gehofft. Wie kann der Flutwelle daneben gehen? Der soll mal was anderes einsetzen. Was geht der? Die Frage ist, kann das Weichei oder nicht? Ein Chanera ist nur gut, wenn es Weichei beherrscht. Wir merken das gerade so ein bisschen. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Die Frage ist einfach nur, kann der Chanera Weichei oder nicht? Weil... Meinen Sie es nicht trainiert immer noch? War mir jetzt schneller? Verstehe ich jetzt auch nicht. Das. Dann müssten wir. Ja, es kann Weichei. Fuck! Ganz großes Fuck einfach nur. Der kann Weichei. Feuersturm, von dem er nur 5 hat. Und Komprimator. Was ist das? Die Attacke war nicht sehr effektiv. Der Arena-Fight geht weiter. Die Frage ist, was kann der noch?
Aber was kann das Chanera noch? Auf jeden Fall nichts sehr Effektives gegen Wasser-Pokémon. Das merke ich ja gerade. Jetzt bin ich wieder. Ja, wir sind gleich, glaube ich, gleich schnell. Und dann ist es. Das ist doch hier einfach nur Zufall, wenn er dann anfängt. Ich habe leider kein Toxin, ey, dabei. Das wäre jetzt richtig praktisch. Das ist jetzt nicht so toll, die Verbrennung. Ein Feuerschirm müsste er noch haben. Weil ich jetzt richtig mitgerechnet habe. Einen müsste er noch haben. Und dann kommt es drauf an, was er noch kann. Ja, das war der letzte. Das ist der letzte. Was passiert denn? Der Angriff war nicht gerade effektiv. Die Erde bebt bei diesem Wettkampf. Weil das war jetzt der letzte. Der Trainer wechselt das Pokémon. Also die Attacke ist schon mal aufgebraucht. Mich interessiert nur noch die vierte Attacke. Mehr interessiert mich fast gar nicht. Wird dieser Wechsel den Kampf beeinflussen? Bitte gib mir das, was ich möchte. Es imitiert einen Eischrall kannst du noch. Okay, gut zu wissen. Das ist sehr gut zu wissen. Ich wollte eigentlich die Weichei-Taktik lernen. Super, jetzt habe ich zweimal Eischrall. Okay, Eischrall, Feuersturm, ne? Ja. Bringt mir Kokoba in dem Sinne gar nichts. Ich kann auch Aerodactyl nicht bringen. Das ist das scheiß Problem gerade. Jo. Das auf jeden Fall. Was passiert jetzt? Die Attacke war nicht sehr effektiv. Jetzt weiß das. Eingewechselte Pokémon schlagen. Ich glaube, vierte Mal. Fünfte Mal. Was geht ab? Ihr selber habt kaum Schaden verursacht. Trotzdem schlecht. Ist einfach schlecht, das Chanera. Ist echt schlecht. Das Chanera ist einfach gerade schlecht. Einfach nur schlecht geht das gerade hier. Ja, ich merke das auch gerade, weil ich auch nichts zum Heilen habe. Nummer 6 müsste das sein. Das Chanera ist echt ein Problem. Das Chanera ist gerade ein Problem. Das ist echt ein Problem. Gerade auch mit Eischkral und so. Ja, aber... Kriegt die AP nicht runter. War klar. Aber das Chanera bereitet mir jetzt gerade den Kopf dabei. Ich bin nämlich schon wieder weiter am Denken. Deswegen habe ich schon aufgegeben, weil das Chanera, ja, mit Weichei ist es gerade ein bisschen... Das Sorgenkind gerade. Weichei müsste ich kopieren. Dann hätte ich eine Chance gehabt. Wenn man es aussuchen könnte, hätte ich mich auf Weichei gestoßen. Ich sag gar nichts. Ein harter Treffer.
Ich gehe gerade mal mein ganzes Team im Kopf durch und ich merke gerade, dass ich keinen passenden Counter dafür habe. Das Chanera knockt alles aus. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Es sammelt Energie für den nächsten Angriff. Okay. Es regeneriert Kraftpunkte. Sie schenken sich wirklich nicht. Vor allem, der drückt genau das Richtige. Das muss ich auch mal dazu sagen. Hier ist der Angriff. Ein böser Treffer. Aber nicht böse genug. Ey, das Chanera bereitet mir Kopfzerbrechen. Ein guter Treffer. Und zwar dicke Kopfzerbrechen. Eigentlich ist der Kampf verloren. Egal was da noch kommt von ihm. Jetzt wird er wieder Weichei gedrückt haben. Ja. Da bräuchte ich schon Quit. Und selbst wenn ich einen Quit bekomme, da kommt immer noch drei Pokémon. Zwei Pokémon da hinten. Ja, das ist... Hä? Warum? Warum Glurak? Warum Glurak? Glurak müsste langsamer sein als ich. Nein, das ist natürlich nicht. Ach komm, ey. Du mit deinem blöden EVs, Fleißpunkt und DVs, ey. Deswegen bist du schneller als ich. Und sonst kein Argument. Was hat der noch gehabt? Parasek. Warum? Oh, vor allem gegen Parasek hätte ich auch noch bestehen können. Ja, hätte ich auch noch bestehen können. Diesmal mache ich so. Wir kommen zu einem brandheißen Duell. Pyro, der feurige Arenaleiter der Zinnoberinsel. Richtig, weil ich jetzt mal drauf gepokert habe. Dann wird er wieder mit Komprimatus und Kack kommen, ey. Ich versuche mal was anderes. Obwohl, der wird eigentlich jetzt direkt angreifen, gehe ich mal davon aus. Okay. Gucken wir mal, was der direkt geht. Ja, auf Eiskrall. Und das kommt natürlich durch. Wir machen es kurz und schmerzlos. Es ist aber auch nur das blöde Chanera, ne? Es ist nur dieses blöde fucking Chanera. Das blöde, blöde Chanera, echt. Weil, gegen den habe ich nichts. Und das stört mich so ein bisschen. Weil es ist nur das scheiß Chanera. Und das würde ich immer einsetzen. Bei dem Kampf kann ich so eigentlich gar nicht gewinnen. Okay. Stachelspore kannst du. Gut zu wissen. Guck, ob er diesmal Chanera hat, weil wenn Chanera nicht da ist, habe ich eine Chance, sonst nicht. Oh nein, es ist eingeschlafen. Es schläft tief und fest. Ein schlafender Gegner macht den Kampf ganz schön einseitig. Natürlich, okay. Der Trainer wechselt das Pokémon. Okay. Glurak. Okay. Parasek, Glurak und Chanera, der schon mal gehabt. Die drei Pokémon.
Ja, Tischfi-Turn für ihn zum Auswechseln. Aber es schläft schon mal, das ist schon mal ja, ein kleiner Vorteil. Was? Boah, leckt mich an der Schwarte, ey. Warum ist das Glurak schneller? Warum ist das... Ich frage mich gerade echt. Mein Glurak. Mein trainiertes Glurak ist nicht so schnell. Wie ein Gengar. Der spielt so ähnlich wie ich. Meins. Mit Schlitzer, Erdbeben... Ich nicht gedacht, dass Glurak schneller sein kann als ein Gengar? Geben sie sich nicht so viel im Sachen Spezi-Bereich, Init-Bereich? Ich glaube, Glurak hat. Hat Glurak 90 und Gengar auch? Aber irgendwie sowas. Weil Gengar ist nicht langsam. Ja, das ist jetzt die Frage. Das Parasekt pennt. Wenn es nicht Chanera ist, habe ich eine Chance. Galoppa. Okay. Auch nicht so toll. Och Gott, und noch sowas. Es reicht zwar nicht, aber bei meinem Glück schrecke ich jetzt zurück. Passt auf. Okay, doch nicht. Ja, wie kommt denn das? Genau. Also der Spezi-Wert ist von Galoppa dann doch nicht der beste. Das ist mal ganz fies. Das wird zwar nicht reichen, aber komm schon. Schaden ist Schaden. Das wäre es jetzt gewesen, echt. Das wäre es jetzt gewesen. Wie genau ist eigentlich Body-Check? Ja, ihr merkt schon, ich poker da jetzt gleich drauf. Also Aerodactyl sollte eigentlich das Parasekt mit dem Fliegen umhauen. Schneller soll sich auch sein. Ja, wenn nicht, dann hinterfrage ich jetzt hier gleich viel. Ja. So. Der hat getroffen. Gut. Ja, das Chanera ist mein Problem. Das Chanera ist das Problem bei ihm. Und zwar das dicke Problem. Weil das Chanera hat alles ausgekontert. Alles mit dem Attackenpool. Alles auf Dauer. Alles. Alles. Na los. Könnte durchgehen. Gengar auch auf Dauer. Ausgekontert. Mein. Da war alles. Eigentlich echt alles, wenn ich darüber nachdenke. Von dem Team, was ich mir genommen habe. Reicht, vierfach. Also ohne Chanera war der machbar. Wenn der Chanera hat, nicht. Nicht. Unter Garantie, nicht. Also nicht mit meinem Leitteam. Nicht mit dem Leitteam. Da wäre es nicht möglich gewesen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Aber wie dem auch sei, beim nächsten Mal geht es dann rein nach Giovanni. Ich bin gespannt und ich hoffe, ihr auch. Und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Stadium. Pyro war dann doch eine härtere Nuss, als ich dachte.